liebe Freunde, was auch da der Bauer Audi heute. Darauf, Maschinenring, darauf habe ich angehängt. Ich will mein Kürbisfeld, Kürbis entgeerntet. Und da hat sich viel Unkraut reingemacht, weil die Kürbis dieses Jahr sehr schlecht Blattmasse machten, den Boden schlecht abdeckten, ist da viel Kamille gewachsen. Ihr seht, mein Feld im Hintergrund ist grün von Unkraut, Gras, Kamille. Das wird jetzt abgeschlägelt und dann pflüge ich dann später mal, wenn der Boden trocken genug ist. Unser Querneland darum wird sehr viel gebraucht im Maschinenring. Ich denke, jedes Jahr 100 Hektaren. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt sie ist. Ich denke, vierjährig. Und wir überlegen uns, ob wir diese Maschine eintauschen sollten oder können, um wieder eine neue Maschine zu haben, die wieder ein paar Jahre einwandfreien Dienst macht wie diese. Darum meine Frage jetzt speziell an Christoph Landau. Ihr habt vor ein paar Tagen einen großen Mulchertest gehabt auf eurem Betrieb. Welchen Mulcher könntest du dem Maschinenring Erfingen empfehlen? Bitte schreibt mir dann. Pfanne, Bolzen verloren. Ich hatte wohl die Splitte nicht gut reingesteckt. So kann mir das nicht erklären. Bin ich auf Bolzen suchen. Vielleicht passt dieser hier. Jetzt ist einmal probieren. Hoffentlich. Sonst habe ich ein Problem, kann ich auch nicht mehr nach Hause fahren. Was? Ich hätte nicht gedacht. Ein paar Meter zurückgelaufen und habe den Bolzen wieder gefunden. Jetzt muss da nur noch eine Splinte rein, sonst geht es nicht. Ich hatte da gewechselt, Oberlenker, kann man wechseln. Kann ich das zeigen hier? Auf ein Loch, das schiebt, oder in der Mitte ist schiebbar, und da habe ich darauf gewechselt und wohl die Splinte nicht gut reingetan. Ja, so gut abgeerntet hat mir unser Kürbisfeld, denke noch nie. Wir hatten wenig Ertrag und wir haben alle Kürbis nach Hause geholt, die da irgendwie verwertbar waren. Ich fahre mit dem Joystick, selber langsamer, hier. Ich stelle hier auf rückwärts, ich kann den Traktor so halten, bis ich loslasse, bleibt er stehen. Der rückwärts, wieder auf vorwärts, Traktor stoppt und fährt nach vorne. Alles ohne Kupplung, Bremse. Ja.